Zwei Brillen mit den für John Lennon typischen runden Gläsern, drei Tagebücher und. Mehr als 100 Gegenstände stellte die Polizei sicher. Gegenstände, die einst der Musiklegende John Lennon gehörten. Geschätzter Marktwert 3,1 Millionen Euro. Geld, das sich wohl auch die Beschuldigten in diesem Fall erhofft hatten und die Gegenstände einem inzwischen insolventen Auktionshaus anboten. Der Insolvenzverwalter aber wurde misstrauisch ob der Legalität der angebotenen Gegenstände und wendete sich an die Polizei. Nun laufen die Ermittlungen gegen zwei Beschuldigte wegen Hehlerei und Betruges. Es handelt sich dabei um einen 58-jährigen Deutschen türkischer Herkunft und einem weiteren Mann, der als Chauffeur für Lennons Ehefrau Yoko Ono arbeitete und sich offensichtlich zurzeit in der Türkei aufhält. Uns ging es in erster Linie erstmal darum zu klären, also wer ist denn Eigentümer der Gegenstände? Sind die Gegenstände überhaupt echt oder sind sie unecht? Handelt es sich um Fälschungen? Aufgrund der Menge der Materialien sind wir relativ schnell zu dem Schluss gekommen, es ist mit hoher Wahrscheinlichkeit echtes Material, und haben dann im Vorfeld, bevor wir an die Staatsanwaltschaft herangetreten sind, haben wir Kontakt gesucht über das BKA zum Rechtsanwalt von Yoko Ono, der dann auch die ersten Fotos sich angesehen hat, die wir übermittelt haben nach Amerika, und anhand der Fotos schon gesagt haben, er geht davon aus, dass es echtes Material ist. Die Gegenstände wurden Lennons Ehefrau Yoko Ono nach jetzigem Ermittlungsstand im Jahr 2006 entwendet, dann in die Türkei gebracht und 2013 nach Berlin transportiert. Im deutschen Generalkonsulat in New York wurde Yoko Ono dann im November zu den Gegenständen befragt. Also sie war sehr, sehr gerührt, und man hat deutlich gemerkt, dass sie an diesen Gegenständen hängt und sie natürlich auch gerne zurückhaben möchte, ja. Abgesehen von dem emotionalen Wert für John Lennons Ehefrau Yoko Ono sichert die Beschlagnahme bedeutende Elemente, nicht nur musikhistorisch. Das letzte Tagebuch endet eben just auch an dem Tag, wo John Lennon erschossen wurde. Auch da ist ja vom LKA schon erwähnt worden, dass wir natürlich abgeprüft haben und das LKA abgeprüft hat. Was sind es für Eintragungen? Lassen sich die auch tatsächlich verifizieren? Und der letzte Tag enthält eben die Eintragung, dass am Morgen bei John Lennon und Yoko Ono Annie Leibovitz einen Termin hatte, um ein Foto zu schießen, was auch, glaube ich, weltbekannt ist und auch durch die Medien gegangen ist. Und das dann auch die letzte Eintragung war und wenig später John Lennon dann eben erschossen wurde. Wann Yoko Ono wieder in den Besitz des Nachlasses ihres berühmten Mannes kommt, hängt unterdessen vom Verlauf des Verfahrens ab.